Entwicklungsministerin Schulze hat der Ukraine neue Hilfen im Umfang von 200 Millionen Euro zugesagt. Mit einem Großteil des Geldes sollten durch den Krieg vertriebene Menschen unterstützt werden, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es gehe unter anderem um Wohnraum, Kleidung und Medizin. Das sei auch Thema bei Gesprächen mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Schmyhal, der heute zu einem Besuch in Berlin erwartet wird. Dabei trifft Schmyhal in Schloss Bellevue Bundespräsident Steinmeier und wird danach von Bundeskanzler Scholz mit militärischen Ehren empfangen. Ich frage nach bei unserem Korrespondenten Tobias Dammers in Kiew. Also Unterstützung, wir haben es gehört, für Geflüchtete in der Ukraine aus Deutschland. Wird Schmyhal bei seinem Besuch in Berlin dann auch doch noch nach Waffen fragen? Ja, mit Sicherheit. Das hat er vorab schon klar gemacht, und zwar ganz konkret nach Leopard 2 Kampfpanzern. Das sind schwere, große, moderne Panzer westlicher Bauart. Und bisher hat kein NATO-Land diese Panzer direkt an die Ukraine geliefert. Deutschland auch nicht. Ganz absurd ist die Vorstellung aber nicht, weil Deutschland eine Entwicklung genommen hat. Man erinnert sich, zuerst wurden Helme geliefert. Inzwischen wurden auch Panzerhaubitzen beispielsweise geliefert. Dass Deutschland direkt an die Ukraine liefert, ist aber unwahrscheinlich. Dass Deutschland bereit ist, diese Panzer abzugeben, zeigt aber der Ringtauschdeal mit Tschechien und Slowakei. Da werden die Leopard 2 Panzer aus Deutschland an Tschechien oder die Slowakei gegeben und diese geben dann sowjetische Panzer in die Ukraine ab. Schmyhal wird aber auch ein Angebot mitbringen, sehr wahrscheinlich, das hat er angekündigt, und zwar Deutschland mit Atomstrom zu versorgen. Laut der ukrainischen Regierung exportiert die Ukraine Atomstrom beispielsweise nach Polen, beispielsweise nach Rumänien, und hat eben jetzt auch angeboten, diesen nach Deutschland zu liefern, um die mögliche Energiekrise, die auf Deutschland zurollt, abfedern zu können. Stichwort Atomstrom. Wie ist die Situation im AKW Saporischschja? Gibt es da neue Informationen? Die Situation ist so, dass das Kraftwerk laut der IAEA nur noch an einer Reserveleitung hängt. Die Hauptstromverbindung, die vierte und letzte verbliebene Hauptstromverbindung in die ukrainischen Gebiete, wurde unterbrochen. Das heißt, das Atomkraftwerk versorgt sich jetzt selber mit Strom. Das funktioniert auch. Sollte das aber nicht mehr möglich sein, sollte es zu einem wirklichen Stromausfall kommen, dann droht eine Überhitzung. Und das ist natürlich eine riesige Gefahr für jedes Atomkraftwerk. Außerdem wird offenbar weiter gekämpft in der Umgebung des Kraftwerks. Die russische Seite meldet, dass sie einen Sturmangriff von 250 Kämpfern der Ukrainer zurückgeschlagen haben soll. Und die ukrainische Seite meldet, dass Russland einen Vorstoß auf die nicht weit entfernte Stadt Saporischschja unternommen hat. Zu prüfen sind die Informationen aus Kiew schwierig, aber es deutet alles darauf hin, dass es weiter sehr, sehr angespannt ist um dieses Kraftwerk. Tobias Dammers damit, vielen Dank nach Kiew.